I wanna be free. I wanna just live inside my Cadillac. That is my shit. Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einfach mal, was sich in meinem Nagelstudio alles verändert hat und was für neue Deko-Sachen ich so habe und wünsche euch ganz viel Spaß. Dann seht ihr hier meine neue Deko-Pflanze. Dann habe ich hier hinter der Pflanze, natürlich doch, damit es auch hier im Flur schon gut riecht. Ja, dann gehen wir mal rein. Und zwar, hier ist ja dann der Glastisch, den ich euch schon mal im ersten Video gezeigt habe. Und jetzt habe ich meine Flyer, die ganze Flyer hier, in diesem Ständer extra für Flyer gedacht. Dann sind Visitenkarten, meine Aktion, dann Pflegetipps, Nagelbeißertherapie und hier noch ein bisschen was zum Nagelstudio. Ja, sieht halt ordentlicher aus und so, dann habe ich keine Duftlampe mehr, sondern Duftkerze. Die habe ich jetzt gerade aus der DM und die riecht total lecker und ist für den Raum, also wenn ich die anhabe, riecht der ganze Raum total schön. Also ist auch völlig ausreichend, wenn man einfach nur so eine Kerze hat. Natürlich jetzt auch ganz viel Grünzeug. Das ist so eine Palme. Ja, und ich brauche auch nur einen Topf dafür. So, und dann zeige ich euch heute einfach mal meinen Tisch ein bisschen genauer. Und zwar habe ich hier unten die ganzen Lampen zu stehen. Hier immer noch die Absaugung mit meiner Lampe, also jetzt die Sicht vom Kunden sozusagen. Und dann habe ich ganz viele neue Aufkleber, voll süß. Dann natürlich auch passend zur Hochzeit, weil ich ganz viele Hochzeiten dieses Jahr drin habe. Natürlich Schmetterlinge und wie ihr seht, fehlen da schon zwei. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Und dann habe ich hier noch ein paar Fädchen. Warum? Das war eine Kundenbestellung noch. Also das sind die neuen Aufkleber, die sind leider noch nicht im Heft, weil ich einfach noch gar keine Zeit hatte dazu, da einzuordnen. Ja, dann hier meine ganzen Pinsel, Feilen, Desinfektionsspray, ganz wichtig. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf die andere Seite. So, das ist jetzt die Seite, auf der ich sitze. Und zwar hier auch die Absaugung. Ja, dann geht es mal hier weiter. Und zwar mein Schleifgerät. Dann, das sind nur ein paar Gel, von denen ich benutze. Natürlich Nagelöl hinterher, ne? Um die Nägel zu pflegen. Und dann habe ich wieder ein Schubfach. Und da stehen dann hier die ganzen anderen Gele noch drin. Ersatz natürlich, ne? Dann hier unten habe ich auch immer noch eine Rolle zu stehen. Echt wichtig, wenn man einfach ganz viel Airbrush macht, braucht man die einfach. Und hier auf der anderen Seite unten. Hier habe ich dann die ganzen Farben. Ja, das sind mittlerweile einfach so viel, dass ich hier kaum noch irgendetwas reinbekomme. Und dann natürlich für den, entweder Handcreme habe ich oder so eine Handbutter, die ist allerdings braun, ist jetzt nicht so vorteilhaft, aber dafür pflegt sie schön. Also die Hände sind da jetzt nicht extrem braun, aber schon ein bisschen davon. Ja, dann natürlich. So, dann habe ich noch neu, Tropenschrank. Also den kompletten Schrank zeige ich euch in einem anderen Video, was ich da alles drin habe.
habe ich jetzt hier noch so ein Spray, aber das ist für die Füße. Und das nehme ich hinterher. Und das, riecht einfach total zitronig und ja, ist einfach total schön im Sommer dann und das erfrischt die Füße. Und was ich auch noch neu habe, sind diese beiden guten Stücke. Und zwar einmal den hier. Und zwar ist das von ABC Nail Store. Macht sich echt super. Also damit fräse ich komplett das Gel runter. Und das ist die Nummer 7021. Macht sich echt total super damit. Richtig einfach und geht auch echt zügig. Und dann noch der hier. Also den hier nehme ich auch sehr gerne. Und zwar benutze ich den, um die Nagelhaut zu entfernen. Der sieht so aus. Macht sich echt total gut und ist auch sehr angenehm für die Kunden. Zeige ich euch jetzt noch mein Schild und zwar habe ich draußen noch ein neues zu hängen und da gehen wir einfach mal jetzt. Und hier seht ihr auch schon mein neues Schild. Und so sieht die Straße hier aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch einfach mal euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao!